Wir haben gerade schon das ein oder andere gehört zu neuen Methoden. Viele Wege führen nach Rom. Ich werde mich jetzt beschäftigen mit dem Thema Blood Flow Restriction Training und Hypertrophie. Oben sieht man es schon so ein bisschen im Bild. Das heißt, da werden irgendwelche Manschetten angelegt. Bevor wir aber da genauer darauf eingehen, auf das BFR-Training, hier nochmal eine Übersicht. Und zwar interessanterweise eine stark vereinfachte Folie, die Abbildung von Henning Wackerhage, der heute auch dabei ist. Ich möchte gar nicht zu sehr im Detail darauf eingehen. Was mir nur wichtig ist, ist, dass wenn wir ein Krafttraining durchführen, dann kommen wir von außen und versuchen eigentlich mit unserem Krafttraining die Zelle zu bewegen, sich anzupassen. Und nun ist es so, dass in der Zelle nun mal nicht geschrieben steht Krafttraining, sondern irgendwie ist es in diesem Reiz mit inbegriffen. Da gibt es so Sensorproteine, hier abgekürzt mit SP, die das wahrnehmen, Transkriptionsfaktoren, die aktiviert werden, Wachstumsfaktoren, die gebildet werden. Aber letztlich die entscheidende Frage ist eigentlich, was ist überhaupt das anabole Signal? Was ist das, was letztlich die Zelle, ich sag mal, dazu überredet, anzupassen, zu hypertrophieren? Und da gibt es verschiedene, die diskutiert werden. Sicherlich eine ist die Dehnung als Reiz. Wenn wir die Muskulatur dehnen, dann kommt es zu einer erhöhten Proteinbiosynthese. Schwellung, das hatte damals schon Professor Heusinger aus Düsseldorf an Leberzellen erst dargestellt, dass wir also bei einer Zellschwellung auch einen Anabolismus hervorrufen können. Aber eben auch die Spannung der Muskulatur, die durch die Kontraktion entsteht, und eben die Mikrotraumatisierung. Alles das sind Punkte, die immer wieder diskutiert werden als anaboler Reiz, den wir brauchen. Lange Zeit ging man davon aus, wir müssen auf jeden Fall so intensiv trainieren, dass die Muskulatur kaputt geht. Und nur in diesen Fällen können wir dann auch mit einer Hypertrophie rechnen. Das ist mittlerweile etwas überholt, die Vorstellung. Und hier werden wir gleich nochmal darüber sprechen, diese mechanische Belastung in Form von Spannung, ob die tatsächlich so hoch sein muss, wie wir es immer angenommen haben. Gerade eben im Vortrag von Stefan haben wir es ja schon ein bisschen gehört, dass da auch erste, ich sag mal, Daten vorliegen, die das zumindest in Frage stellen. Wenn wir uns die Guidelines anschauen, wie zum Beispiel vom ACSM, also dem American College of Sports Medicine, da können wir genau lesen, wenn wir ein Krafttraining machen, dann sollten wir mindestens mal so mit 60% von unserem konzentrischen 1RM trainieren. Darunter ist es eigentlich nicht wirklich Krafttraining. Und für trainierte Personen liegt diese Schwelle sogar noch ein bisschen höher, bei etwa 70% vom 1RM. Das führte dazu, dass wir solche Situationen haben im Fitnessstudio mit solchen Sprüchen wie Train hard or go home. Alles andere ist kein Krafttraining. Wenn man also leichte Gewichte nimmt und hohe Wiederholungszahl, das kann ja gar nicht funktionieren. Ich schädige doch die Muskulatur nicht. Der Reiz ist viel zu niedrig und nur wenn ich Muskelkater habe, war das Training auch wirklich effektiv. Und genau hier kommt dieses BFR-Training ins Spiel. Und zwar, auch wenn sich hier alle Fische im Teich einig waren, dass wir also diese hohen mechanischen Spannungen brauchen, um die Muskulatur hier zum Wachstum zu überreden, könnte es eben sein, dass es auch möglich ist, die Muskulatur zu hypertrophieren, wenn wir mit so geringen Belastungen von gerade mal 20% vom 1RM trainieren, was also deutlich weiter entfernt ist von dieser Grenze, von der wir gerade gesprochen haben. Und deswegen ist das BFR-Training aus meiner Sicht auch etwas mehr als nur ein weiterer Fitnesstrend, eine weitere Sau, die durchs Dorf getrieben wird, sondern es geht vielmehr darum, dass es so das ein oder andere in Frage stellt, was wir muskelphysiologisch über lange Zeit angenommen haben und was eben auch so weitergegeben wurde. Was ist das BFR-Training? Das BFR-Training kommt ursprünglich aus Japan. Hier sieht man das Bild Katsu, das ist die Originalbezeichnung. Man sieht auch hier diese ursprünglichen Manschetten. Und das sind aufblasbare Manschetten, die möglichst proximal an den Extremitäten befestigt werden. Und die werden dann so stark aufgepumpt, dass der arterielle Zufluss zur Muskulatur reduziert und der venöse Rückstrom zum Herzen unterbrochen wird. Und das Ganze wird dann kombiniert mit sehr niedrigen Gewichten, wie gerade angedeutet, meistens im Bereich von 20% vom 1RM. Wenn immer man sowas Komisches macht, dann sollte man sich Gedanken machen, bringt das denn überhaupt was? Also Sie können auf drei zählen. Wenn Sie sowas im Fitnessstudio machen, steht der Trainer neben Ihnen und fragt, was machst du da für einen komischen Quatsch? Das sieht komisch aus. Lass das mal besser sein oder zumindest
wird er neugierig. Ich habe hier mal ein paar Studien exemplarisch rausgenommen, die, wie ich finde, sehr, sehr spannend sind in dem Zusammenhang. Wir sehen hier links eine Studie von Kubota et al. Aus dem Jahr 2008. Und was die gemacht haben, war, die haben die Unterschenkelmuskulatur immobilisiert, und zwar für 2 Wochen. Und die haben gar nicht trainiert, sondern die haben nur 5 mal 5 Minuten Manschetten aufgepumpt auf 200 mm HG und das Ganze 2 mal am Tag. Normalerweise weiß, glaube ich, jeder, wie enttäuschend das ist, wenn man so einen Unterschenkel nach 2 Wochen aus dem Gips rausholt. So nicht, wenn man es eben mit dieser BFR-Situation kombiniert, also nicht BFR-Training, sondern nur Manschetten aufpumpen. Die waren in der Lage, damit die Atrophie zu verhindern. Das, was wir in der Mitte sehen, ein sogenannter Car-to-Walk, also BFR-Training während sehr langsamem Gehen von 2,5 km/h auf dem Laufband, durchgeführt 5 mal 2 Minuten mit 200 mm Hg Druck auf den Manschetten einmal pro Tag, hatte auch dazu geführt, dass die hier eine Hypertrophie beobachten konnten. Normalerweise würden sie auch nicht erwarten, dass sie vom Spazierengehen Muskulatur aufbauen. Wie gesagt, so der Fall, wenn es eben mit BFR kombiniert wird. Jetzt kann man sagen, gut, das trifft alles die Personen, die da ganz weit links im Spektrum sind, also Leute, die immobilisiert sind oder die ganz langsam gehen können. Das ist aber so nicht richtig. Auch ganz rechts im Spektrum, wie hier dargestellt, in einer Studie von Lübers et al. Aus dem Jahr 2014 bei austrainierten American Football Spielern. Die haben nur eine Übung ergänzt zu ihrem Oberkörpertraining, das war Bankdrücken, und eine Übung ergänzt zu ihrem Beintraining, das war in dem Fall die Kniebeuge, mit niedrigen Intensitäten und entweder mit oder ohne BFR durchgeführt. Und die Gruppe, die das mit BFR durchgeführt hat, konnte im Nachgang hier mehr Hypertrophie vorweisen als die Gruppe ohne BFR, obwohl die ja sonst ihr normales Krafttraining weiter durchgeführt haben. Das passt eigentlich auch zu dem, was wir dann in den Übersichtsarbeiten sehen. Hier eine Meta-Analyse von Lexandraio et al. Aus dem Jahr 2018, Sports Medicine. Und die kommen auch zu dem Ergebnis, dass es effektiv ist, dass wir Hypertrophie erzeugen können. Hier mal der Forest-Plot. Und wie es unten zusammengefasst ist, hier unten links in diesem hellblauen Kasten, also hinsichtlich der Hypertrophenreaktion, zeigten die Ergebnisse ähnliche Effekte zwischen High-Load-Training, also unserem klassischen traditionellen Krafttraining mit hohen Intensitäten, und dem BFR-Krafttraining. Das ist das, was wir eben auch gerade in etwa gesehen haben bei den Folien von Stefan, der auch gezeigt hat, da ist der Unterschied nicht so groß, was die Hypertrophie angeht. Kraft, auch hier beim BFR-Training, ist nicht ganz so effektiv, wenn wir BFR-Training durchführen, um die Kraft zu steigern im Vergleich zum High-Load-Training. Das passt also genau zu der Aussage, die wir gerade schon gehört haben. Häufig kommt dann die Frage, ja, das mag ja alles sein, ich kann meine Arme abbinden und ich kann meine Beine abbinden. Wie sieht es denn aus mit der Brustmuskulatur? Da wird es halt irgendwie schwierig. Und da gab es erste Untersuchungen hier von Yasuda et al. Die haben dann ein BFR-Training durchgeführt, hatten die Arme dann abgebunden und hatten dann eine Hypertrophie gefunden in der BFR-Gruppe, die stärker ausgeprägt war in der BFR-Gruppe im Vergleich zu der Nicht-BFR-Gruppe. Kritisch zu hinterfragen ist hier eine 2-wöchige Intervention, Hypertrophie nachzuweisen. Also ob es da tatsächlich eine myofibrilläre Hypertrophie war, ist sicherlich kritisch zu hinterfragen. Aber das war so der erste Aufschlag in Richtung, gibt es vielleicht einen Cross-Transfer? Gibt es also etwas, was systemisch im Körper wirkt? Das könnte man an dieser Studie auch nicht definitiv festmachen, denn wir alle wissen, dass wir fürs Bankdrücken auch den Trizeps brauchen. Und wenn der vorher ermüdet ist, könnte man zumindest sagen, na, dann lag es vielleicht daran, dass die Brustmuskulatur stärker arbeiten musste. Aber dieser Cross-Transfer wurde dann auch nochmal in einer anderen Studie untersucht von Madaram et al. Und die fanden sowas. Und zwar sehen Sie hier oben links einmal eine Okklusionsgruppe und eine normal trainierende Gruppe. Und beide Gruppen hatten unilaterale Bizeps-Curls durchgeführt. Und beide haben danach Beinpresse als 2. Übung absolviert. Aber die eine Gruppe hat diese Beinpresse mit BFR-Manschetten absolviert. Und spannend war nicht, dass die Beinmuskulatur dadurch stärker gewachsen ist, sondern auch der Bizeps oder die Ellbogenbeuger sind hier in der Cross-Sectional Area stärker gewachsen, obwohl diese Muskulatur ja eigentlich gar nicht anders trainiert wurde als in anderen Gruppen. Spricht auch ebenfalls für irgendeinen systemischen Effekt. Und das könnte sein, dass das eben irgendwie zu tun hat mit Hormonen, die da freigesetzt werden.
Und da wären wir genau bei der Frage nach den Mechanismen. Wir verstehen es noch nicht komplett, aber es gibt verschiedene Ansatzpunkte, wie hier schön zusammengefasst von Scott et al. Aus dem Jahr 2014. Und zwar sagen die BFR-Training, was wir wissen ist, dass es erstmal den Blutfluss zur Muskulatur oder von der Muskulatur reduziert. Dadurch haben wir eine Akkumulation von Metaboliten und als Reaktion darauf werden anabole Hormone freigesetzt und damit kommt es zu einem Anstieg der Proteinbiosynthese, was dann letztlich unsere Muscle Cross-Section Area steigern lässt oder eben anders ausgedrückt den Muskel wachsen lässt. Ein anderer Weg, ein anderer Ansatz der Erklärung ist über das Rekrutierungsmuster. Normalerweise wissen wir, dass wenn wir niedrige Intensitäten einsetzen beim Krafttraining, dass der Körper sehr gut auch mit den langsamen Typ-1-Fasern zurechtkommt. Wenn die aber vorzeitig ermüden aufgrund dieser Akkumulation der Metabolite, dann ist der Körper gezwungen, trotz dieser niedrigen Widerstände auch Typ-2-Fasern einzusetzen. Dadurch kommen die auch unter erhöhte Spannung. Also die Fasern werden eingesetzt, obwohl es eigentlich nicht notwendig wäre bei diesen Widerständen. Und dann käme es eben auch hier über diesen anabolen Reiz dann wieder zu einem Wachstum der Muskulatur. Wir können also sagen, möglicherweise ist der metabolische Stress ein weiteres anaboles Signal, was wir mit auf dem Schirm haben sollten. Ob es wirklich eigenständig ist, ist nochmal dahingestellt, denn es kommt auch dadurch zu einer Art Schwellung der Muskulatur. Das könnte eben auch wieder zu den anabolen Reizen gehören, die ich Ihnen vorhin gezeigt habe. Und das andere ist eben die Rekrutierung. Das heißt, dass doch erst dadurch die Spannung auf die Muskulatur appliziert wird, auf diese Typ-2-Fasern, die wir sonst nicht hätten. Deswegen ist die Frage, ob es als ein eigenes ständiges anaboles Signal gerechnet werden kann. Was wir überprüft hatten in dem Zusammenhang mal, war die Frage, was passiert eigentlich, wenn wir diese BFR-Geschichte applizieren? Können wir dadurch den metabolischen Stress vorzeitig induzieren? Hier haben wir exzentrische Kontraktionen durchgeführt. Das war nicht der entscheidende Punkt. Spannend war, und das können Sie hier sehen, dass wir an der Beinstreckerbewegung einmal ohne BFR und einmal mit BFR die Probanden aufgefordert haben, so viele Wiederholungen zu machen, wie sie können. Sie sehen im ersten Satz einen deutlichen Unterschied. Die hatten im Mittel 80 Wiederholungen hier ohne BFR und mit BFR war deutlich früher Schluss, sind etwa bei 50 Wiederholungen und auch hier hinten raus lagen die dann ohne BFR ein bisschen höher. Und trotz dieser großen Unterschiede in der Anzahl der Wiederholungen war der metabolische Reiz hier mal gemessen am Laktat vergleichbar zwischen den Gruppen. Und auch die Reaktion der Wachstumshormone, also vom HGH in diesem Fall, war gleich. Im IGF hatte sich hier nichts getan. Soll also darauf hinweisen, wir sind in der Lage mit dem BFR diese zusätzliche Applikation der BFR-Manschetten den metabolischen Stress früher hervorzurufen. Also vielleicht ist es nichts Besonderes vom BFR-Training, sondern nur die Möglichkeit, den BFR, den metabolischen Stress früher zu erzeugen. Eine andere Frage, die wir uns da gestellt haben, war, naja, wir wissen ja eigentlich, dass der intramuskuläre Druck so hoch ist, dass auch während dem normalen Krafttraining der Druck in der Muskulatur auf die Gefäße drückt und damit die Durchblutung der Muskulatur schon herabsetzt. Vielleicht brauchen wir den Druck der Manschetten nicht zusätzlich während des gesamten Satzes, sondern vielleicht reicht es ja aus, wenn wir nur in den Pausen die Manschetten nutzen. Das haben wir gerade durchgeführt, hier Carsten Schwiete als Erstautor und das ist das Protokoll, was wir eingesetzt haben. Also die haben 30, 15, 15, 15 Wiederholungen gemacht und entweder kontinuierlich BFR appliziert oder eben nur in den Pausen. Und das, was wir herausgefunden war, das entsprach auch dem, was wir dann erwartet haben, unterschiedliche Dinge, Maximalkraft, Ermüdungsresistenz, aber eben auch die Muskeldicke, um die es ja heute geht und den Umfang, die sind in beiden Gruppen gestiegen, aber eben nicht unterschiedlich zwischen den Gruppen. Und das ist ein Hinweis darauf, dass wir vielleicht gar nicht den Druck während den Sätzen tatsächlich brauchen. Vielleicht noch zum Schluss, das ist nicht direkt zur Hypertrophie, aber ich weiß, dass es fast reflexartig kommt, wenn es zum Thema BFR-Training kommt. Wie sieht es denn aus mit den Risiken? Also es gibt große Übersichtsarbeiten, die gezeigt haben, dass BFR-Training nicht nur effektiv, sondern eben auch sicher ist. Aus unserer Perspektive wird da ein so ein Bereich immer so ein bisschen ignoriert, und zwar da ist die Frage nach den venösen Drücken.
Und das ist eine Arbeit, die ich hier zusammen mit Herrn Franz durchgeführt habe, den man hier links auch im Bild sehen kann. Da haben wir also in die Arterie und in die Vene solche Messfühler eingefügt, um die intravasalen Drücke zu messen. Und es ist ja so, dass wenn wir den venösen Rückstrom unterbinden, dann kommt es eben zu einem venösen Pooling. Und uns hat dann interessiert, wie hoch steigt eigentlich hier der intravasale Druck an. Und da muss man sagen, wenn Sie Ihren Blick hier unten auf diese umrandeten Graphen werfen, dann sehen Sie hier, dass die Drücke im venösen System bei BFR-Applikationen, das sind diese ausgefüllten Vierecke hier, deutlich höher liegen als im normalen Training ohne BFR-Manschette. Wir reden also um Werte hier nach den Sätzen zwischen 60 und 80, während die hier unter den normalen Bedingungen eher um die 20 herumliegen. Was das auf Dauer für das venöse Gefäßsystem bedeutet, können wir aktuell noch nicht sagen. Ich wollte es nur mit zumindest mal zum Bedenken mit in die Runde geben. Und damit danke ich für die Aufmerksamkeit und freue mich nachher auf die Fragerunde.